Herzlich willkommen zu Persona 3 FES. Nach dem Training folgt die Arbeit. Nazgul ist wieder dabei. Hi. Nazgul ist nur ein bisschen müde. Wir nehmen Akihiko, Yukari und Junpei mit auf die große Reise zum Bossgegner, den wir bereits kennen. Darum ist auch wieder Cloud am Pad. Wir sind 3 Level stärker, haben bessere Personas und hoffentlich mehr Chancen. Und alles zusammen ergibt jede Menge Combat Action. Wir wissen, wir müssen uns gegen Wind und am besten auch gegen Hammer Spells schützen. Ja. Wollte ich da mal gucken, wie er zu Hammer steht? Zu Hammer steht er neutral. Haben wir jemanden, der Hammer negiert? Nein. Mach mit der Heizwelt das nicht mehr. Ist tot? Ganz schlecht. Das ist auch nicht besser? Nee, dann bist du mit Opa-Boss am besten dran. Dann sind wir ziemlich am Arsch, wenn der kurz bevor er tot ist, Hammer noch uns zaubert. Ja, das nennt sich dann GZ, nur in diesem Fall eher GP. Also für göttliches Pech. Charm sollten wir uns auch schützen, aber da haben wir nichts, was uns die Zustandsveränderung schützen lässt. Die haben doch auch Wind geblockt, oder? Haben wir doch versucht rauszufilmen letztes Mal noch, nicht wahr? Ja. Ein Glück, dass unser Orobas Windbreak kann, damit sind die wieder windanfällig. Ja, es war schon ziemlich gut, was ich da zusammenfasse. Und dann noch Windboost, Garu Bullshit Skill. Dann hat sich das, glaube ich. Warte mal analysieren. Ja. Hat irgendwas, was der noch statusmäßig plus machen kann? Verteidigung hoch oder solche Scherze? Nö. Rakuka, ja, aber ich mache erstmal Windbreak. Dann machen wir erstmal Rakuka erst, so ist wieder. Wenn er Magaru dahin kommt, macht, ziehen wir keinen Schaden. Das einzige Problem ist halt Hammer. Ja, das wird nicht funktionieren. Da hätten wir mal Windbreak gemacht. Na, sie weiß es ja noch nicht, weil sie ist ja jetzt wieder zum ersten Mal drin. Jetzt weiß die KI keinen Wind mehr machen. Solange bis dann gleich Windbreak. Ja, wenn wir jetzt Windbreak gemacht hätten. War vielleicht nicht so klug, Junpei mit dabei zu haben. Eigentlich, warum machen wir Rakuka ja auf uns, wenn wir den Wind eh keinen Schaden nehmen und ich mache und Rakuka gegen Hamar und uns überhaupt nicht hilft? Warum haben wir Junpei mit dabei? Der ist doch windanfällig. Ganz ehrlich, das machen wir nochmal. Junpei ist. Wir fangen nochmal neu an und schmeißen Junpei raus. Das wäre sonst wirklich eine ziemlich berechtigte Frage. Wen nehmen wir mit? Aegis oder Koromaru? Ich guck mal, ob davon jemand Wind, ob da jemand... Na, du hast jetzt noch länger mit den Beten gekämpft. Wer ist denn da besser von den Beten gewesen? Koromaru hab ich ja nur ganz kurz dabei gehabt. Aber ich mal gucken, ob Aegis gegen Wind oder Vertreibung eine Stärke hat oder Koromaru. Oder irgendwer dagegen schwach ist. So. Aegis ist schwach gegen Blitz. Das ist wohl nicht so unsere Gefahr. Du bist raus. Und Koromaru hat 0. Na, weak gegen Hammer, dann nicht. Na, dann ist Aegis. Junpei brauchen wir eh nicht. Das Agi haben wir letztes Mal gesehen, das hat 3 oder so abgezogen. Und seine physischen Angriffe kann sie viel besser. Jo. Und sie fragt sie nicht, please take me with you. Who shall I replace? How about Junpei? 3 Minuten verballert von der Folge. It's fine though. Ich werde mir ein bisschen Frühstück aus Schokolade und Cola der Welt vielleicht fertig machen. Ist okay, oder? Ja, gut. Schokolade war auch bis gerade eben noch im Kühlschrank. Frühstück? Aber es ist doch schon 10:45. Ja, war spät gestern Abend. Für die Wessis 11:45. Achso, für unsere 0 bis 1 westdeutschen Zuschauer. So, speichern wir nochmal. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Jetzt fangen wir direkt mit Windbreak an. Ja. Möchtest du uns erzählen, warum du so lange wach warst oder warum die Nacht so kurz war? Ich dachte, das war lange vorbei, wenn die Folge beginnt. Wenn die Folge dachte schon, du fragst nie. Das ist schon vorbei, wenn die Folge online kommt, aber ist egal. Heute, wenn wir aufnehmen, ist der 22. August. Mit anderen Worten, der Tag nach der Pokémon World Championship 2016. Hat geklappt. Wo ich mir gestern komplett die Finalkämpfe angesehen habe, die dann spät nachging. Plus da noch dazu, dass ich heute nochmal trotzdem früh um 6:10 aufstehen musste kurz. Und darum bin ich ein wenig angeschlagen, dass die in Wachzustand kommen. Ansonsten Pokémon World Championship Finale war sehr gut. Hat mir Spaß gemacht, die Kämpfe mir anzusehen. In allen 3 Altersgruppen sind Amerikaner jetzt Weltmeister geworden. Im Vergleich zum letzten Jahr, wo in allen 3 Gruppen Japaner gewesen sind. Weil die Japaner, oh, wir machen ordentlich Damage, aber wir haben Windboost.
Verwundert hat bei all den Kämpfen war, dass, was man von den beiden Vortagen gewohnt war, das Metagame, nur ansatzweise vertreten war. Nicht ich habe quasi erwartet, dass wieder das ein Kampf wird. Alle Leute haben dasselbe Team. Und es sind aber kaum Sachen dabei gewesen, die ich sonst nie gesehen hatte. Zum Beispiel sowohl bei den Juniors als auch bei den Masters hatte einer einen Capoeira mit drin gehabt. Und bei den Masters der andere hatte einen Voltenso mit drin gehabt. Und die hatten beide Mega Gengar statt, so wie alle anderen Menschen auf dieser Meisterschaft Mega Kangama an der Schaße. Okay. Und das hat's auch wieder interessant gemacht, zu gucken und dergleichen, und das war verkehrt. Niemand hat im Anfang oder das oder? Das stimmt. Deswegen hatte keiner in der Fang. Und darum auch jetzt nochmal mein Glückwunsch an Wolflock, der schon 4-mal bei der WM mitgemacht hat, schon 5-mal nationaler Meister war. Und schon. Ein Deutscher oder? Amerikaner. Gab es auch deutsche Teilnehmer? Es gab deutsche Teilnehmer und einer ist bei Masters, war es glaube ich, oder war es Seniors? Einer von beiden war er bis zu den besten 4 gekommen, ist dann aber rausgeflogen. Zum Beispiel. Bei Kindern glaube ich, ist nicht viel dabei gewesen, was deutsch war. Okay. Ja, also genau, Wolf Lick, wie gesagt, war ja schon 4-mal bei der WM dabei, 5-mal Nationalmeister gewesen, 2-mal noch irgendeine andere Meisterschaft gewonnen, aber halt immer. Nie ist es geschafft, den Titel nach Hause zu holen. Gerade zum Beispiel 14 hat er gegen Sage und Park verloren. Okay. Glaube ich, dass er da der Gegner war. Und jetzt hat er es quasi endlich geschafft, nach 5 Jahren mal Weltmeister doch mit nach Hause zu nehmen. Okay. Wo ich den Kampf nicht mehrfach zu sein gespeichert ist immer, wenn wir die Hälfte abgezogen haben oder ein Viertel. Weil ein Hammer und wir machen den nochmal 10 Minuten den Kampf zum dritten Mal, ist auch langweilig fürs Publikum, würde ich jetzt mal sagen. Oh, jetzt müssen wir wieder Windflag machen. Ist ja okay. Wir kommen derzeit sehr gut aus der Sache raus. Ja, weil ich möchte meinen, der Kampf läuft diesmal unglaublich. Wir haben ihn gerade gekrittet durch Zufall vorhin, dadurch habe ich einen All-Out-Attack mit 200 Schaden machen dürfen. Ich weiß nicht, warum er Kiko vorhin, dass der Tetra-Kran gemacht hat, direkt danach physisch angreifen muss. Das ist mir nicht ganz klar. Vielleicht das. Windbreak. Das hat nicht 40 MP, aber zumindest können wir auf unseren Inkubus wechseln. Wind macht mal Pause. Wenn wir Inkubus wechseln und die MP abziehen, Inkubus hat natürlich Schwäche gegen Hammer und Schwäche gegen Wind. Ach, gegen Wind auch? Ja, ich weiß, ich glaube gegen Wind. Derzeit gut, Charm und Hammer kommt beides noch. Das heißt, es wird uns beides gleich ziemlich gut. Jetzt machen wir Tetra Crown, sehr schön. Akiko 30 zusammen. Sehr schön. Auch wenn es 0 Schaden macht, besser als. Obwohl Aegis kann ja nur physisch Angriff, das heißt Aegis fliegt auf jeden Fall gleich raus. Na vielleicht, wussten sie einfach noch nicht, was ist Tetrakram beim Angriffen? Ach, Tetrakram reflektiert Angriffe, dann darf ich das jetzt nicht machen. Mach es mal. Weißt du, kann auch sein. Ja, ich mach mal Rakugai auf ihn, weil er irgendwie am meisten Schaden tritt. Aber wäre es nicht besser gewesen mit Windbreak? Sie reagiert sinnvoll. Mit Windbreak dann lieber mit unserem super Windboost mega angepasst zu holen. Erstmal Safety first. Sehr schön. Runde verschwendet. Ich überlege, damit Aegis was machen kann, ob ich schnell den Schaden fresse, indem ich ihn einfach physisch angreife. Nur damit Aegis wieder angreifen kann. Ja, mach das. Wenn wir nichts haben, was Reflekt abwehren kann. Es gibt, glaube ich, auch nichts, was das aufheben kann. Keine Idee, was ist, gilt. Zählt das nicht als irgendein Boost, weil es gab doch auch Statusveränderungen von dieser Rede. Weißt du, was auch nett wäre, wenn wir einen Magic Mirror auf uns machen und der macht Magarudain und sein Windbreak ist aufgehoben? Dann kriegst du ja 4-mal Magarudain Schaden. Heilen musst du dich ja nicht, weil wir können ja keinen Schaden von ihm nehmen. Doch, kriegen trotzdem mal Ende. Wenn der die Leute charmt und die greifen uns an, sind wir weg. Haben wir denn nicht was 100 von jedem heilt? Nee. Die zumindest bei uns erstmal auf Nummer sicher. Dann machen wir es. Harald Kaito. Wenn wir den Boss beschaffen sollten, kann ich dank Safe ausgeben, gucken wir natürlich, ob weit der Block noch geht. Ja. Kaum habe ich den aufgehoben. Trifft Aegis nicht mehr. Dann brauchen wir natürlich keinen Tetra-Kran aufheben, wenn du nicht ihn triffst. Geht los. It's fine. Sehr schön. It's fine. Kurz, wenn er noch einen Strich hat, wird er uns mit Hamaun treffen. Wir fangen vorne an. Mach lieber Garudain oder Magarudain. Seid ihr auch schon da? Eigentlich heißt es Tune für mich.
must be eliminated. Hang in there. So. Wenn jetzt nicht irgendwie jemand gecharmt wird, halte ich mit Aegis gleich auf den Orgia-Modus. Hm. Ja, ist okay. Der ist noch dran, oder? Ja, natürlich. Mach nicht Diarama, na gut. Okay. Kannst du nicht Diarama. Na, würde ich jetzt trotzdem Orgia-Modus bei ihr einschalten? Ja, natürlich, dann heile ich Akiko. Ja, klar. So, hier war das. Ich hoffe, sie reagiert auch im Orgia-Modus so sinnvoll, dass sie mitbekommt, wenn er in den, wenn er Tetra-Kahn zaubert. Aber hoffen wir einfach mal. Dann nochmal speichern. Immer auf einem anderen Slot. Oh, das läuft wirklich gut. Ja, letztes Mal hat man Junpei noch dabei gehabt. Was eine Persona so ausmacht. Und nicht Yukari. Und da haben wir halt jede Menge Schaden genommen. Ich denke mal, es würde nicht viel schlechter laufen, weil Junpei hätten wir vielleicht mal wiederbeleben müssen, aber das trifft ja auch irgendwie ganz oft nicht. So wie jetzt zum Beispiel. Vielleicht hat er ja Dodge, Pierce. Das kannst du machen. Oh. Immer so viel abgezogen. Na bestimmt. Warum sollte auf einmal das Ding mehr Schaden machen als sonst? Mitsuru habe ich schon letztes Mal gesagt, dass er nicht die Leidtragende, wenn wir hier auftauchen, Erfahrungspunkte sammeln. Na, kommst du das nächste Mal ein paar Mal mehr mit. Kann man fast. Windbreak wirkt hoffentlich noch, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, sie achtet aber drauf. Dann greift er Kiko uns wieder an oder halt wieder. Ja, okay. Eigentlich das Beste, was er aktuell machen könnte, weil mit seinem Zio hat er ja auch kaum Schaden gemacht. Ich lasse ihn jetzt auch gecharmt, Garuda. Er ist als letzter dran, vielleicht kann man davor schon tot. Nur wenn sie trifft. Überragend. Das Hammer? Warte, sie ist einfach weicht aus. Nicht das Hammer, das Garuda. Das war's immer noch nicht. Alles okay. Aber dann kommt Hamaran auf uns und ist tot, wie ich angekündigt habe. So, Wind ist aufgehoben worden. Direkt. Machen wir Torrent Shot, das hat vorhin gefolgt, oder was? Außerdem macht es mehrere Treffer. Was? Das war der unbezwingbare Boss. Das war nicht unbedingt das Level, was uns geholfen hat, sondern eine neue Persona. Naja, und generell. Und das Level hat um die Persona bestanden. Zusammenstellung. Wir haben Cup of Queen bekommen. Können wir, glaube ich, Persona-Statuswert erhöhen? Wer weiß das? Yeah, Treasure Chests. Soma. Sehr schön, da können wir im nächsten, Vollmond-Boss wieder unsere ganzen Somas verbraten. Und Beat Chain mal 2. Sensationell. Die Ege ist gar nicht so schlecht. Wenn sie mal trifft. Was sie nicht oft getan hat. Mal nicht meckern. Und sie ist halt komplett raus, weil sie gar keine Magie angewandt hat, sobald der Ginga Tether kam hat. So. Wir spekulieren mal darauf, dass wieder nach dem Boss jetzt irgendwann die Blockade kommt. Dann haben wir so ziemlich zeitig mal die Blockade erreicht. Vielleicht machen wir dann vor dem Vollmond. Ich glaube, letztes Mal haben wir es auch erst maximal 2 Wochen vorher gehabt. Nee, letztes Mal haben wir doch Trainingsfolge hier 2 Tage vorher gemacht. Also letzten Monat war 2 Tage vorher. Echt? Ja. Na gut. Bleibst du mit den dreien? Ja, ist jetzt egal. Ich denke mal, wenn wirklich eine Blockade kommt, wird es nicht so viel sein. Ansonsten, Aegis war, glaube ich, auch vom Level her, die hier noch hinterhergegangen. Ich habe die rausgeschmissen zwischendurch. Okay. Und Junpei müsste irgendwie wie Yukari und Akiko sein. Hat er jetzt aufgeholt, sozusagen, endlich. Soll ich mal gucken, ob ich eine andere Person ausrüste, die eventuell noch was lernen muss? Oder lernst du noch was? Nee. Und hier? Firebreak, das können wir mal machen. Oder ist irgendwer kurz vorm Level ab? Gengar? Die Raffel ist scheiße. Machen wir trotzdem mal, oder? Bisher gab es nicht so viele Feuerangriffe gegen uns hier, außer dieser einen Mayas. Also die Indianer. Bist du müde für so einen schlechten Scherz? Ich habe ein wenig gelacht. So. Deswegen bin ich noch Qualität gewohnt. For some reason there are way fewer enemies in that area. Save state button. So, machen wir mal weiter. Dann haben wir hoffentlich endlich mal wieder lange Tatos in uns. Dann machen wir vielleicht vorm Vollmond nochmal eine Grinding-Folge, vielleicht. Auch wenn das ja jetzt wirklich ziemlich einfach war.
way fewer enemies und auf den ersten 3 Metern kommt er. Das war doch immer diese weniger Gegner auf den, nach dem letzten Boss bis zur Blockade war doch immer auf den Stockwerken weniger Gegner, wenn ich mich erinnere. Das hat es irgendwie jedes Mal gesagt. Das weiß ich nicht. Vielleicht liegt das daran, dass die jetzt Angst haben, weil der Boss, also der Chef des Stockwerks, ist weg. Besiegt, defeated, tot. Jetzt haben die Monster Angst und rennen weg vor uns. Ja. Sie war eigentlich die Borderlands-Runde gestern. Gut. Es gab viel, was ich jetzt, ich vermute durch das Let's Play, dass ich ein bisschen kooperativer geworden bin. Ich habe öfter jetzt mal gesagt, von wegen, ich bin mal kurz nicht in der Lage, dir zu helfen, das ist aber pipapo, was mein Bruder sonst immer sich sehr beschwert hat, weil ich eigentlich nie sage, ich gehe nach da oder ich mache oder pipapo, weil ich einfach ein miserabler Koop-Spieler bin. Durch welches Let's Play? Na, durch alles, was ich hier mit dir mache. Ach so, ich dachte durch irgendein Borderlands-Let's Play. Nein. Borderlands bin ich auch so gut genug. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich jetzt sage, ich bin da gut genug, habe ich gestern wieder wunderbare. Ich renne hin, ich gehe drauf. Na gut, aber ich probiere trotzdem noch, solange ich noch am Sterben liege, so viel Schaden wie möglich zu machen. Spielt ihr da gegeneinander oder ihr zwei gegen? Also, du Borderlands wird jetzt mal so: Es gibt die Story und du kannst, wenn du sagst, du spielst zu zweit, macht halt der Zweite, kommt in deine Welt mit rein und du gehst in seine. Dann seid ihr quasi ganz normal auf demselben Zustand, wo die Story wäre. Nur der Unterschied, dass halt alle Gegner sich anpassen, weil jetzt seid ihr ja zwei, also werden es alle Gegner stärken. Ich spiele gegen die KI. Genau. Könnt ihr auch online? Kann man das auch online spielen? Wirklich gegen menschliche Spieler gibt es nur, dass du quasi ihn ansprechen müsstest, ich will mich mit dir duellieren. Dann seid ihr an so einer kleinen abgegrenzten Arena, kämpft kurz gegeneinander und dann seid ihr wieder raus. Okay. Also ist, man spielt es Koop miteinander. Ja. Nee, sonst hat es wieder Spaß gemacht, war sehr schön. Pokémon war danach auch sehr schön. Ich habe immer noch kein Shiny gezüchtet dabei, das hat mich ein bisschen aufgeregt. Aber. Zutschen haben wir, glaube ich, nicht. Ja, dafür waren ja auch die Weltmeisterschaftskämpfe sehr schön, wie gesagt. Mir hat persönlich halt immer noch der Kampf von Seijun Park 2014 besser gefallen als das Finale von diesem Mal, aber die Kommentatoren haben gemeint, dass dieses Jahr eigentlich das beste Finale ever war. Wo ich sagen muss, stimmt. Also es war auch wirklich, wirklich gut. Erzähl ich weiter, ich guck nur ganz schnell unsere eisstarke Saraswati, wir haben glaube ich mal eine neue andere. Ja, ich war auf Gengar, glaube ich. Auf jeden Fall Saraswati. Boah, die kann auch. Na, 5x Buffel habe ich nicht machen. Also Vorsilbe war ja das auch mehr. Was kannst du eigentlich? Die kann auch mal Buffel, ja. Dann setzen wir sie mal eins im ersten Mal in den Slip. Also gerade der wichtigste Kampf des Jahres, was halt Master Divisions war, ging zwar 2-0 aus, hätte aber auch 0-2 ausgehen können. Also das war wirklich, weil eine einzige Entscheidung, sozusagen fehl entschieden war, ging der Kampf nicht in die Richtung des einen Spielers aus. Okay. Wenn du solche Kämpfe hast, jetzt wirklich, wo du es wirklich merkst, das ist die eine Entscheidung. Wenn das klappt, dann hat er gewonnen, ansonsten geht's auf den anderen. Was war für eine Situation? Vielleicht auch verleihen, so ein bisschen am Verkehren, ja. Na, ich versuche das runterzubrechen, dass es beschreibbar ist. Hängt übrigens ganz oft, hört sich mich hier. Hört mir nicht. Ja, im ersten Kampf war es eigentlich fast schon in der ersten Runde, dass er quasi gesagt hat, okay, der andere ist sehr viel erfahrener als ich, weil der halt schon überhaupt beim Weltmeisterschaften dabei war. Und der Jonathan war halt zum allerersten Mal bei der Weltmeisterschaft und sofort ins Finale gekommen. Mhm. Und da hat er gemeint, okay, ich probiere ein bisschen was Riskanteres, einfach um zu gucken, wenn das funzt, dann habe ich einen sehr viel größeren Bonus. Startfeld war gewesen, er mit seinem Mega-Gengar und seinem Primal Kyogre gegen Rayquaza und Primal Kyogre vom anderen. Okay. Der hat quasi gesagt, Kyogre macht Donner auf sein Kyogre und Gengar macht Matschbombe auf sein Kyogre. Ja, wieder. Einfach um schon mal zu gucken, wenn ich schaffe, sein Kyogre rauszunehmen, ist eigentlich seine größte Gefahr weg schon. Okay. Und der andere hat dann seine Rayquaza zurückgezogen und Raichu reingenommen. Raichu hat Blitzfänger, hat das Donner absorbiert, Spezialangriff hoch. Das war quasi das eine Risiko, was er gemeint hat, was da nach hinten gegangen war. Mit Punkt 2, da ich das Rayquaza draußen war, ist ja auch, es regnet und darum trifft Donner immer annulliert, weil Rayquazas Fähigkeit ja Wettereffekt annulliert. Und das war quasi, hat ein bisschen Risiko am Anfang, aber es war halt die erste Runde, da kann man sagen, okay, gut, etc. pipapo. Und dann kam aber nach und nach immer nochmal so eine Entscheidung, wer meint, okay, jetzt in der Runde muss ich mal mit meinem Grounden Schutzschild machen, einfach um mich ein bisschen zu verteidigen. Was aber der andere genutzt hat, mit seinem Mega Rayquaza dann Schwertanz zu machen. Und da hat er quasi, wenn er angegriffen hätte, hätte er das nochmal rumreißen können, aber ein topfittes Rayquaza, was dann schön Schwertanz hatte, war dann sozusagen sein K.O. Und nur solche Kleinigkeiten, was einfach sagen könnte, wenn sein Angriff anders stattgefunden hätte, wenn man wegen Erosion gemacht hätte statt Schutzschild, dann hätte er wahrscheinlich die Runde gewonnen. Einfach solche Momente, das ist so geil gewesen. Okay. Das ist
Das ist wie wenn dein Fußballgott eingewechselt wird und Tor macht, dann sind die ersten 30 Sekunden. Oder den entscheidenden Elfmeter im Olympia-Finale verschießt. Aber egal, er schießt Sonntag der Hertha 3 rein und dann das ganze Ding wieder vergessen. Ja, du weißt auch schon, dass das Spiel trotzdem 3-4 für Hertha ausgeht. 3-4 ist Hertha. Nein, 3-4 für Hertha. Er kann ja 3 reinschießen, aber Hertha wird ja trotzdem. So. Ja, Maya Nage haben wir noch nicht. Aber können wir auch nicht benutzen. Wir sind nämlich Level 36, wir sind erst Level 35. Weißt du, was richtig assi wäre, wenn genau nach diesem Kampf jetzt das Level abgekommen wäre? Wir nehmen noch alle Kämpfe mit, wenn wir eben mal hier sind, oder? Mach das, wenn du denkst ja, dass also irgendwie bin ich ziemlich zuversichtlich, dass bald ja. Na, du denkst ja, dass die Blockade sehr, sehr schnell kommt. Geh mal erstmal weiter. Ich hoffe. Also, wenn jetzt natürlich 15 Stockknecke sind, wir kämpfen hier gegen jeden. Ja, darum meine ich ja. Tatsache, es ist schon wieder weg. Zumal hier zwei, drei Trainingsrunden schon wechseln, das heißt, oder ist übrigens die Treppe gleich um die Ecke. Zumal hier schon zwei, drei Trainingsrunden wechseln, das heißt, wenn die jetzt alle drei tired sind. Na gut, Aegis vielleicht nicht, aber die genau, anderen. Aegis wird, weil die ja noch eine Weile draußen war, nicht so schnell tired werden. Obwohl. Naja. Oddmore. Das war jetzt nicht so der Burner, aber. Naja, mal weiter. 114. Das war's. Dann mal das Old Document Nummer 5. It's a dead end. Damit können wir wieder einen Quest bei Elizabeth abgeben, nachdem wir uns das selbst durchgelesen haben. Return. Eigentlich sind es nur 4 Stockwerke, bis wir das nächste Mal nach oben müssen. Ja. Das ist auch immer ganz gut, dass wir erstmal 50 Stockwerke jedes Mal durchs alte Dings wiederholen muss. So. Hier war es nicht, das war hier. I wanted to be with him, so I joined. What a mistake. We shouldn't be experimenting with these shadows. Aha. Wahnsinn, wie kurz hier die Geheimberichte sind im Vergleich zu Kingdom Hearts, wo die mal eben 5 Seiten lang sind. Welche Persona wollen wir gleich ausrüsten für den Fall der Fälle, was wir als nächstes machen wollen als Social Link? Mal gucken, wir hätten den Devil, also für den Devil müssten wir einen nehmen, wenn wir Tanaka machen wollen. Wenn wir was mit Maya machen wollen, bräuchten wir Hermit, also Lamia. Dann haben wir noch offen Bunkichi und seine Frau, die waren Hierophant. Hierophant hat man jetzt auch einen gehabt, oder? Hm? Hast du den schwer wegfusioniert? Ich habe einen neuen Hierophant. Achso, ne. Wir bekommen gleich genau. 120.000 Geld. Jedenfalls einen Hierophanten. Haben wir da noch jemanden da? Shell of a Man, haben wir sowas vielleicht? It's used to scientific study. Ja, wird vielleicht bei dem Schularzt sein, dass der dann sagt, hier steht bei mir sowas rum, warum möchtest du das haben? Aber okay, bitteschön. Nehmen wir sowas wie diese Skelettfiguren, wo man, und die halb Skelett und halb Muskel sind, wo man als Biologielehrer zeigen kann, das. Nehmen wir es mal an. Ich habe übrigens letztes Mal 200.000 Geld gehabt und dann habe ich bei sowas dann posiert, das heißt, wir können bald eventuell Bikinis kaufen, wenn wir das nächste Mal grinden wollen. Einen, nicht plural. Ein Bikini für Akihiko? Das wäre dann halt seine Speedo-Hose mit seinem weißen T-Shirt oben drauf. Also die Outfits, die wir schon in der Sommerpause gesehen haben quasi. Mhm. Jetzt hat die Frage, wie sieht's mit Aegis aus? Werde sie dann ihr Kleid? Aegis ist ja kein Stammteam. Also ich wende, würde ich nur für Stammteam. Ja, natürlich. So, wir verlassen den Tag. Nein, das war jetzt nicht wegen, ob wir für Aegis kaufen wollen. Das war wirklich wegen, wie sehr hätte ihr es aus, wenn sie auch eins hat. Hätte sie dann das Kleid an. Komumaru, glaube ich, hat sowas nicht, weil der war ja nicht mit im Sommer. Genauso wenig wie ein eventueller Ken, falls er sich uns anschließen sollte. Mal sehen. Was so. Ich immer noch stark vermute, dass das passieren wird. So, wir verlassen den Tartarus. You're no longer in great condition. Nach langem Training und vielen Bosskämpfen. Achso, heute ist Sonntag. Dann wäre natürlich Hermit gut, falls wir jetzt Maya machen wollen. Also das Klingelfon teilt gleich. Und wir wollten bestimmt nochmal Teleshopping vorher. Das Klingelfon teilte, treppte ich die Rante runter und hörte gegen die Bums. So ist das. Wir Maya machen gleich, oder? Ja, und Teleshopping davor, einfach mal reingucken. Wer weiß, was sonst nächste Woche wieder ist? Ja. Hermit war... Auf jeden Fall Lamia. Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Ich denke mal, aber wir haben letztes Mal ein Level abbekommen bei... Ja, denke ich auch. Und wer weiß, vielleicht hat ja Tanaka für uns wieder übelst was Omega-mäßiges am Start. Dragon Boots zum Beispiel, hallo, Drachenschuhe? Veggie Supplement, 20.000 Yen, Attacke. Das ist ein Zehntel unseres Geldes. Ja und? Oh, ein Elftel. Die sind jede Woche ausverkauft, ob wir nur kaufen oder nicht. Ja. Maya wants to chat with you. Let's do this. Dragon Boots. Das
klingt schon mal geil. Unser Zocksonntag. Aber wir sitzen diesmal wieder so da, das heißt, es passiert wieder was mit dir. Listen dazu, ja. Nowadays I just log on to MMOs with bad heat and all. Like today, lol. But when I was little, people said I was a real cutie. Guess I missed my chance, right? Nobody thinks I'm hot anymore. Ach so, N-I. Also anymore. Ach, ja, okay. Sowas wie wenn du im Deutschen N und 8 machst, ist ja auch Nacht. Das ist quasi N-I. Ah, anymore. Okay. Wieder was gelernt. Do men only want younger women? Be honest with me. Ganz ehrlich, Kenji steht auf Ältere. Guys like younger chicks. Ja, aber dann versauen wir sie vielleicht. What are you talking about? Haha, I know. Kinda random, right? Maya seems self-conscious. When I get all worked up, I don't realize what comes out of my mouth. But it didn't make sense. I should know better. I teach composition. Halt. Ja? Composition? Musik. Nein. Weißt du, welcher Lehrer an unserer Schule Composition macht? Wahrscheinlich der Magielehrer, oder? Unsere fucking Klassenlehrerin! Das wäre schlimmer, aber es kann sein. Die macht Composition bei uns. Ich wette, das ist sie bestimmt. Würde sich zumindest anbieten. Sie steht entweder auf Mr. Ekoda oder Mr. Edogawa. Das ist fast. Nein, er macht sie runter. Er hat sie angeschnauzt. Stimmt, dann Ekoda. Das passt zwar überhaupt nicht zu ihm, wie sie sich im Real Life gibt. Okay, I'll be calm. I compose my bitching carefully for you. One of my coworkers is really pissing me off. I'm trying to avoid her. We used to teach the same grade and we all together all that time. It's been a while, but that kind of thing sticks. Well, you know? Anyway, she said she needed some advice, but then she just started bragging. Some student asked her out and the guy she doesn't like proposed to her. Some student asked her out. Das ist Kenji. Stimmt. Das kommt noch ein Lehrer, sehr stimmt, das kann auch. Wow! Oder es ist halt wieder was anderes, aber das wird. Wow! Lass mal, wir hätten das zuerst gemacht. Holy fuck, Stickles! And she acts like it's nothing, I'm gay, right? I hate skanky. Wie hieß denn der Lover? Der hat wohl gesagt. I hate skanky hoes like her. Just give puppy dog eyes and guys do whatever. She even stops her bra, lol. Sure, what? You know too much, Tatsuya. You must die. But that's right. She's got fake tits. Maya seems to be enjoying herself. OMG for reals. I saw Mrs. K running in late one time, okay? Mrs. Kanu! Yeah? Das ist Genji's Freundin. Her pet fell down and it looked like she had four. They are fake for sure. And my school is full of teachers like that. Man, that's why we are talking to you is better than getting a massage. Complaining online is now an important part of my days off. Maya likes talking to you. Das ist aber schön. Relationship, war es meins oder deins? Na, mein Telefon hat einen anderen Klingelton. Hab ich gestern erst wieder in der Folge gehört, sehr, sehr oft. Ja, nein, und dann wird das unsere Klassenlehrerin sein. Wie geil ist das denn? Wenn die wüsste. Wenn die wüsste. Ich glaube, sind wir jetzt 7-7. We're supposed to be finding demons from hell, right? But after what I said, I might go to hell anyway. Well, I rented some DVDs, so later, Tatsuya. Thanks for chatting. Maya's player, sign off. You decide to log out as well. So it's getting Monday. Wie sagt man, es wird Montag, it's become Monday? Sagt man das so? Na. Es wird Montag? The film festival will run for one more week. Maybe you should see if any of your dorm mates are interested in going. Yeah, maybe we should do that. Ich werde auch direkt Yukari fragen. Auf jeden. es wird Montag. Okay. Keine Ahnung. Oh, Hauptstory? Damn it, I'm tired of your nagging. I'm sorry, but I won't take no for an answer. Well, the answer is still the same. I'm not coming back. You know, another new Persona user joined us. And he's not human.
What? It's a dog. He lost his master 6 months ago because of the shadows. He's incredibly loyal. Up till now, he's been guarding the spot where his master was killed. Despite the bad memories. We saw someone die right before our eyes, too. But it's been 2 years since then. How long do you plan to beat yourself up over it? You're always at that spot behind the station, even though you don't hang out with the crowd there. It doesn't matter. It was my fault, and it can't be erased. What difference does it make if I come to terms with it? It won't change anything. This isn't the same as what happened to Miki. Shinji. That's enough already. I just want to forget it ever happened. Dann können die beiden fressen noch kleine Kinder zum Mittag, wenn sie wollen. So, his name is Shinji, huh? Ken hat Endgegnerpotenzial. So. Kommt am Montag im TV? Nothing good. Obviously. Wir sollen also jemanden fragen, der uns ins Kino gehen möchte. Der ist bestimmt nicht da? Nee. War ja gerade eben noch weg. Und mit dem Hund ins Kino gehen. Zur ja. Tierdoku. Jawoll. Time to feel great again. Ich werde jetzt bestimmt nur jeden Tag ein anderer Charakter hier da, den wir fragen können. Na, gerade eben habe ich den Duga gesetzt an dem großen Tisch. Fragen wir sie doch direkt her. Klingt nach einem Plan. Müssen wir niemanden absagen, der dann traurig ist? Ach, vielleicht können wir auch mit Leuten mehrmals gehen. Dann können wir jeden Tag mit Duga reden. Das ist mal great. So wie wir in Form sind, will Yukari doch bestimmt mit uns gehen. Das hoffe ich doch. Komm, Yukari. Hey, it's another hot day. Maybe I should just stick around the dorm. My friend texted me saying she was bailing on our plans to go to the film festival. Must have been some emergency. She was so excited about it. Yukari seems interested in going to the film festival. Maybe you like to invite Yukari. Huh? With you? Sorry, I wasn't trying to guilt you into taking me, but... I do hate going alone, so sure, let's go! Natürlich. Es liegt nur daran, dass sie nicht alleine gehen. It's fine though. Komm, Google, zeig uns. Come on, Romance Movies! Zeig uns, warum du besser bist als Yuko. Port Island Station Movie Theater. The theater is crowded because of the movie marathon. There's a new theme each day. Today they're showing the Willpower series. I was planning on seeing this with my club. I thought it might help motivate us. So it might be kinda mandy for you. I don't know about this. It's fine though. You learned that with enough willpower you can overcome anything. Your academic test. Sehr gut. That was awesome! It was pretty long, but it seemed to go by so fast. You know, there really are times in life that you have to get by on willpower alone. Es gibt bestimmt wieder nichts für Social Links, sondern nur für Academics und so. Na, oder das, was sie ja gerade eben hatte, war vielleicht wieder dieser, was ich gesagt habe, vielleicht gibt es diesen unsichtbaren Freundschaftswert oder was auch immer. But I'm still young. I probably haven't seen anything that hard yet. Wow, it's getting late. How many movies did they show? The baseball one, the judo one, the military basic training one? Oh, the shot put one. How could I forget? The shot put sequence kinda lost me, but all the scenes after that with the main guy running were incredible. I almost stood up and cheered at the part where he did the 100 handstands toward the setting sun. I'm being weird, huh? I'm getting hungry. Why don't we grab a bit to eat and head back to the dorm? We decided to go back to the dorm with Yukari. No, we decided to go on a romantic fucking dinner with her, then go back to the dorm. Bored out of my mind. There must be something I can do to pass the time. Was wollen wir ihm raten? Na, wenn wir cool Bro sind, wollen wir ihm natürlich empfehlen zu schlafen, aber... Sleep. Great idea. Too bad I'm not sleepy. Ich hätte gesagt, wenn man sagt, ich arbeite, too bad I'm... So bad I'm too lazy. So.
können wir jetzt endlich mal wieder ein paar Folgen lang Social Life machen, bevor. Da geht doch die Schule wieder. Nee, die Schule geht, glaube ich, erst danach wieder los, nachdem wir Vollmond haben. Ich glaube, das ist die letzte Woche. Ach so? Weil Vollmond war wieder am 5. September. Und ich möchte meinen, die Schule ging im letzten August schon wieder los. Okay. Ganz schön kurze Sommerferien. Es waren schon 6 Wochen. Also jetzt mit der. 4 Wochen. Noch 4? Ich glaube ja. Jetzt gibt's, glaube ich, ein Schwert, was wir uns abholen können. Ein Kurzschwert mit Icy Bait. Möchte ich meinen. Gucken wir gleich mal weiter. Ich würde noch ein Longsword machen. 154, das brauchen wir nicht. Das können wir aus unseren Superwaffen hier machen. 168. Gucken, was du mit Orobas bekommst. 200. Yo! Wer ist uns das wert? Wir kaufen Orobas neu? Na, ich frage gar nicht. Das ist ein 50-Punkte-Sprung von dem, was wir haben. Sie klingelt die ganze Zeit mein Handy, ich flippe gleich aus. Kauft man sich immer so ein Ding, geht's nie, lässt einen nie in Ruhe. Welcome. Das nicht. Das nicht. Auch nicht? Na wohl, weil es 135 hat, ja. Die Zuro müsste die haben, der alle was mit 140. Nee, das ist ja auch Zweihand. Das wäre eh nur ein Junpei oder Bier. Und wir haben aktuell ein besseres und das wäre auch gut. Das ganze Geld nicht reichen sollte für einen Orobas. Und dann den Omega-Speer wollten wir auch noch lassen. Für den Fall der Fälle. Grenade Launcher ist schon der schlechtere, der kann weg. Auch weg. Oder? Ja. Na, hab jetzt nicht geguckt, ob Mitsuru hat ja. Es gibt nur 3-6 müssen wir nicht. Nee, dann doch, kann weg. Kann weg. Das war eine Männerrüstung, weil die anderen beiden Mädels haben ja noch die Highcut Armor. Das hier war auch. Das waren die schlechteren Füße von. Schlechtere Füße von Action. Naja. Wir haben keinen Heiligtum verbraucht, außer einmal ein bisschen Charme. Und ein Revival-Beat, aber wir hatten 12. Wir nehmen es immer so, wie dass wir 10 von jedem haben. Hast du vor, diese Woche nochmal in Tat auszugehen? Selbst wenn nicht. Weil wenn nicht, dann könnten wir es auch am Sonntag machen. Denken wir doch eh nicht dran, wenn Samstag ist. Du weißt noch ganz genau. Ich denke dran. Also ich denke nicht dran, die Tapes zu kaufen, aber wenn ich jetzt weiß, dass du was kaufen willst unbedingt, dann denke ich dran, dass wir es am Samstag machen und nicht am Montag. Wie auch. Das hätten wir gespart, und sind dann vielleicht 200. Auf Gesamtrabatt hätten wir vielleicht 200 Jill gespart. Yen. Was hast du gemacht? Wisst ihr, wie der Wechselkurs von Jill zu Yen ist? Riesig. Ah, stimmt, eigentlich so gesehen, wir regen uns auf, dass dort so eine scheiß Badehose 300.000 Yen kostet. Das sind die umgerechnet. Obwohl, umgerechnet auch 1.000 Euro. So, gefühlt, wenn nicht noch ein bisschen mehr. Dann ja, dann kann man sich bewusst aufregen. What of it? So. Was machen wir jetzt am Abend? Wollen wir Tanaka ist nicht da. Kurumago ausführen gehen? Im Dorm wird doch sofort wieder late. Mal gucken, ob es hier was Neues gibt, ganz schnell. Ja, zu. Mit dem Dorm wird doch sofort Late Night. Der wurde beim letzten Mal auch nicht. Nee. Ansonsten, was haben wir zu verlieren? Bevor wir 2000 Geld sind, für Spiele verballern. Ja, maximales Chris Game. Ja, deswegen. Zur Not machen wir halt nichts. Weil ich sehe jetzt auch nicht, was wir sonst tun sollten. Das wird, glaube ich, nicht sofort Late Night. Das wird, glaube ich, nur, wenn du. Also, wenn du ins Zimmer gehen. Wenn du zur Daytime hingehst, wird sofort Evening. So war es, glaube ich, gewesen. Und wenn wir ins Zimmer gehen, das Late Night sofort. Da ist der Hund. Not in the mood for a walk, Mensch. Well, fuck. Kannst du die Movie merken? Thinking about all the homework you have to do over summer vacation bums me out. I've been doing it little by little, but for right now, I'm going to take a break from it. Ich wette, Jumbo hat noch gar keine Hausaufgaben gemacht. So. Ich hatte nichts zu tun heute Abend. Gehen wir mal zum Dorm. Schwenden wir den Abend. Late night. Daddy, wir sind great. Jo. Jetzt sind wir bestimmt gleich sick. Lernen. Wir machen auch unsere Hausaufgaben little by little. Man lernt hier übrigens, Lernen macht ab und zu krank hier drin. Das lernt man nicht im Spiel. Das lernt man, glaube ich, auch im Leben. Yeah. Jetzt müssen wir langsam mal an der Academic Squad haben wir erst bekommen. Ja, dann haben wir 5-6 Level-Ups danach erst bekommen, ja. Tuesday, the 25th of August. Mit wem wollen wir heute ins Kino gehen? Weil ich glaube, wir können nicht jeden, also wir können bestimmt nur jeden einmal fragen und nicht mehrmals. Mal gucken.
Gucken, ob wir wieder eine Szene sehen, in der sogar gewissen, wie wir nicht fragen können. Nee. Nichts dergleichen. Wir werden mal diese Filmfestivals mitnehmen, wenn schon angefangen. Ja, das heißt, also wir gehen jetzt nicht irgendwie. Lernen oder mit Maya spielen, haben wir doch oft genug Zeit. Das müsste es wirklich sein. Ey, Kleiner, was hast du gestern gesehen? I always thought there was something I had to do, but I could never achieve it because there was so much else in the way. But I've made up my mind. The next chance I get, I do it. My mind is clear. Ken has a serious expression. He's not in the mood to go to the movies. Mensch, Ken. Wir wollten mit dir eh nicht gehen. Auf zu saufen. Du bist noch kein Freund von uns. Auf zu saufen, Ken. Noch bringst du uns keinen praktischen Nutzen. Mit Ken wäre ich gegangen. Aber da bringt uns noch keinen praktischen Nutzen, sowas wie kämpfen. Jawohl. Mit Aegis? Ja, mit Aegis. I am very busy at the moment, Harald-san. You should relax during summer vacation. That is what I was told. Thus, I am devoting all available processes to relaxation. Wie sieht's mit dir aus? I must file a report with the Kyuichi Group. The formation is tricky. Okay. Wir hatten noch Akihiko, Fuka und... All three of those movies were great, but most importantly, there was air conditioning. Haha, I'm just kidding. I really had fun today. I'm glad I came. War eigentlich schon gestern gewesen. Thanks for inviting me. Come on, Fuka. Ken-kun didn't seem well. Maybe he's exhausted from the heat, like Junpei. Fuka is warrior, schon, come on. Ah, nein, gehen wir mit dir. Können wir echt bloß mit Akihiko gehen? Kids, also, ich hab mich aus dem Telefon gegen Kids, are supposed to be out in the yard playing with a dog. There is no one backyard here. Hey, we have a dog. I could be playing with him now. Junpei seems busy. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich mit Akihiko gehen. Silber, ach da. Oder wir gehen mit dir. Arr. Was? Dann gehen wir in den Mund. Arf. Romaru is not in the mood to go out. Schade. Hey, Kaito. You look bored, not that I can claim any different. I actually want to switch up my workout plan, but the heat is killing me. Akihiko seems bored. Would you like to invite Akihiko to the fucking movie festivals? Yes. You look bored. Did you finish your homework? Well, you're one up on Junpei. Alright, film festival, huh? I didn't know about it till Junpei told me. Come on, let's go. Na gut, geh mal mit ihm. Auch wenn er eigentlich böse ist. Das wird wahrscheinlich sein, dass an jedem Tag einer festgesetzt ist. Ja, bei dem, was mit ihm ging, ging wir bestimmt Courage. Port Island Station Movie Theater. The theater is crowded because of... Oder heute kommen Franzenfüße. Chops Hockey Movies. There are sure a lot of guys here. Oh well, let's give it a shot. Oder zwar, there are sure a lot of guys here. Also, als generell Leute. Je nachdem. You cheered for the main character, who pulled himself up every time he was knocked down. Also ein Boxfilm. Did you see that move? His hands were on fire. And he must have jumped 8 feet. It looked like he was suspended from the ceiling. I guess that's why they call it wire foam, huh? Right. He must have been on some kind of amazing training program. But they never show those parts. I gotta train even harder. Gonna the squats all the way back to the monorail. Du musst viel härter trainieren, weil das was im Film ist auch real. You decided to go back to the dorm with Akihiko. Squats all the way back to the monorail. Do that, man. Was war Squats? Kniebeine? Nee, Squats ist doch das hier. Also, zeigt. How is your day? Zeigt er in einem Video. It's really hot out these days. Please be careful that I don't get heat exhaustion. Dienstag ist, glaube ich, immer Tanaka da. Probieren, ja. In der nächsten Folge werden wir sehen, ob er wirklich da ist. Unser kleiner Imp-Feuertyp hatte der Will, nicht wahr? Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Filme gucken.